What's up, people? What's up, peoples? Mach nicht da vorne. Oh mein Gott, nein! Oh mein ja, Gott, oh. Wer bist du? Das ist das Loch für deinen Schwanz. Boah. Nee. Ich habe noch nie so viel Staub in meinem Leben gesehen. Like a virgin. What's up, people? What's up, peoples? Was machen wir? Ich will das nicht machen. Was machen wir denn? Was Blödes. Wir machen was Tolles. Das ist... Warum habe ich zugesagt? Weil... Ja, wir müssen es machen. Ja. Ich rasiere jetzt gleich Flo's Haare ab. Mann, Kaya, sag mal was. Do not interrupt my chillings. Siehst du, Kaya will das auch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, sie findet das gar nicht so schlimm. Ich verstehe sie besser als du. Hä, hey, ich übersetze sie in den Videos. Wir haben schon Leute geschrieben auf Instagram, so ja, seitdem ich deine Vlogs gucke, denke ich immer, Kaya ist so eine Diva. Wenn ich sie dann in meinen Storys zeige. Du bist ja auch eine kleine Diva, ne? Ja. Schaffe ich das überhaupt, dass es gut aussieht? Nein. Nee, ne? Ja, dann. Du hast auch ein Loch am Kopf. Weißt du, was ich lustig fand? Was denn? Deinem Vater ist ja heute aufgefallen, dass seine Haare gefärbt sind. Ja. Ihm ist aber nicht aufgefallen, als ich mir irgendwie 40 cm Haare abgeschnitten habe, als ich meine Haare komplett blondiert habe, als ich komplett dunkel gegangen bin. Ich glaube, vielleicht einmal hat er was bemerkt, aber meistens hat er nichts bemerkt. Ich bin ja auch sein Sohn. Ja. Der sieht mich fast so oft wie dich, ja. Okay, ich schneide jetzt einfach was ab, ja? Ja, mach einfach mal. Mach nicht da vorne. Hol mir noch einen Plastikbeutel. Sei jetzt ist es so spät. Macht das Spaß? Nein. Ich finde dich sehr aus wie so. Du kannst das nicht. Einfach so? Mach einfach so. Oh mein Gott, nein. YOLO. Natürlich muss ich das halten. Ja. Ja. Mal langsamer wahrscheinlich machen. Ja, ich glaube. Da sind wir wieder. Wir sind ein Stück weiter. Und wir haben auch einen neuen Aufsatz. Ey, wenn du dich jetzt noch beschweren willst, jetzt ist es eh. Ja, jetzt denke ich mir so, ah nee, doch nicht. Ja, ja, eben. Ey, es sieht voll gut aus, ja. Und es ist. Du siehst geil an. Oh, mein ja, Gott, oh, wer bist du? Das fühlt sich geil an. Oha. Du bist aber komisch. Sieht an, als hätte ich den anderen Mann sitzen. Und wie findest du es? Ist okay. Sieht nicht so schlecht aus? Sieht nicht kacke aus, aber ich mag Haare. Ja. Und riech mal dran. Ja, riecht ja mal noch. Hier nochmal. Das Loch. Flo geht jetzt zu ihm so, guck mal, ich hab ein Loch im Kopf. Das weiß ich nicht, das ist schon seit der Geburt so. Why am I laying on my back, Haman? Let me stand up, please. Oh no. You killed me dead. You are doing great pedicure, Haman. Next time, give snack with pedicure. Oh, what a smell, Mimlum. Hallo, es sind einige Tage vergangen und wir haben euch nicht den gestylten Florian gezeigt. Bin ich gestylt? Du bist, ja, du bist gestylt. Okay. Was geht ab? Ich bin der gestylte Florian. Weil er hat jetzt einen vernünftigen Pulli an. Macht das immer noch Spaß? So, ja. Aber mir ist eben aufgefallen, hier war so viel mehr Kopfhaut zu sehen. Ja, das ist schon voll so
viel länger irgendwie. Und bleibt es erstmal deine Frisur? Ja, du musst bald nochmal drüber gehen. Was sagt ihr, noch so eine Kante rein? Noch so ein bisschen? Du hast da genug Kante da. Da ist ein Loch im Kopf. Zeig dein Loch. Ja, wir haben Montag. Ich war gerade duschen, wie man mal wieder sieht. Und Kaya hat, ist läufig und blutet uns alles voll. Kaya hat jetzt zum zweiten Mal ihre Läufigkeit. Und Hündinnen bluten dann ja immer. Und Kaya blutet sehr viel. Also wir versuchen es immer ein paar Tage ohne Unterhose. Aber nachts geht es schon mal gar nicht, weil die da halt auch aufs Bett manchmal springt und so. Flo schafft es gerade nicht, die Unterhose anzuziehen. Ja, die springt halt auch oft auf die Couch. Die leckt zwar meistens die Flecken weg, wenn wir sie hier zeigen. Aber ja. Das ist das Loch für deinen Schwanz. That's what she said. Und wir haben ja einfach eine Unterhose, also eine alte Unterhose von mir angezogen. Deswegen trägt sie immer die besten Markenklamotten. So. Das ist Kaya mit ihrem süßen Fila-Höschen. Du findest dich hübsch da drin, ne? Zeig mal, mach mal Catwalk. Dogwalk. Komm, Kaya, wir machen Catwalk, komm. Yeah. Yeah, mit einem Jump und komm runter. Yeah. Und sitz. Und mach noch eine Pose. Ruhig. Ja, super Mädchen. Fein gemacht. Sie nervt auch voll im Moment. Sie ist die ganze Zeit nur am Fiepen. Und wir sind die ganze Zeit so, warum fiepst du? Und dann sind wir so, okay, wahrscheinlich deswegen. Ja. Aber auch. Kaya, hier ist noch was, was du auflegen kannst. Und wir müssen jetzt was zu essen finden. Ja, wir waren heute nicht einkaufen. Wir gehen morgen erst einkaufen und gucken jetzt, ob wir noch irgendwas zu essen hier haben. Die sehen gerade gleich groß aus. Das hat sich jetzt auch dann damit. Oh, diese Haare sehen kacke aus. Sie sind nicht 10 cm größer als du aus, finde ich. Wir sind ziemlich gleich groß aus. Aber meine Schultern, guck mal. Ja, doch. Aber unsere Köpfe sind gar nicht so viel unter. Mein Hals ist einfach so mega lang. Wo ist die Fliege? Fang! Los! Ja, das ist eigentlich. Burger! Ja, toll! Das ist so anstrengend! Ich habe den schlimmsten Muskelkater, den ich je in meinem Leben hatte, von einem Bein-Pro-Workout, das ich bestimmt schon 4-5 Mal gemacht habe. Ich bin einfach nur müde. Weil ich habe letzte Woche keinen Sport gemacht, aber ich weiß nicht, was da jetzt heute los war gestern. Wäre schön, wenn das so wäre und nicht so. Sind nur 6 und nicht 9 drin. Wäre schön, wenn 9 drin wären. Wir haben Tofu. Wir haben noch mehr Eis. Wir haben fancy Eis. Mann, das ist so ein richtig. Weißt du jetzt, was ich mit Bonbonglas mache? Ja, ja. Warum ist das hier so hell gerade? Mein T-Shirt ist zu hell. Du musst auf der Seite stehen. Okay, also. Jetzt ist es nicht mehr zu hell. Habe ich schon vor ein paar Wochen mal gesehen. Du wolltest dann nicht kaufen, aber es war halt reduziert und deswegen. Dieses Glas kann man bestimmt gut weiterverwenden. Wollen wir das, probieren jetzt? Direkt schon, ja, komm mal raus. Währenddessen stelle ich vor, dass wir 2 vegetarische Lasagnen haben, weil wir diese Woche unsere Türen lackieren werden und nicht so viel Zeit aufwenden wollen zum Kochen. Florian! Ja? Ah. Da sind Kirschen. Voll geil. Boah. Oh God, it's so good. So good. So gut. Das ist schon geil. Ja. Ist schon ein ganz gutes Eis. Ja. Erstmal wegpacken, bevor wir das hier aufessen. Wir haben Haselnusspudding. Haselnusspudding. Und Äpfel. Äpfel. Wir singen jetzt alles. Weißt du, genau als ich in der Gemüseabteilung war. Burger. Waren so viele Leute. Und genau als ich in der letzten Reihe der Gemüseabteilung war, war die ganze Gemüseabteilung leer. Nice. Gurke.
Hast du jetzt irgendwas nicht Tomate. Bekommen, deswegen Gurke, Tomate? Ich habe alles bekommen, aber ich musste viel rumstehen, weil Menschen, Menschen sehr egoistisch rumstehen und nicht auf andere achten. Is a fact. Banane? Ja, das kannst du vorstellen. Gemüse, Mais! Den brauchen wir gleich schon, oder? Ja. Schäf mal hier hin. Quarki. Quarkies. Eine Paprika. Eine Paprika. Möhren. Mohren. Eine Süßkartoffel. Das ist übrigens die Süßkartoffel für heute. Das ist die beste. Beste Süßkartoffel. Uff, wir machen heute so. Aber meistens sind wir eh viel zu voll bei so einer großen. Ja, true. Ich dachte gerade, das Stück von der Lampe wäre ein Stück von meinen Haaren und dass ich hier so ein Alfalfa-Ding hätte. Zitronen. Soll ich die jetzt abnehmen? Salat. Salat. Da und dann haben wir einige fertig Produkte. Uiuiui. Einmal die veganen Backteig-Nuggets. Das sind bis jetzt die geilsten veganen Nuggets, die ich hier gegessen habe. Wie klingt dieses Wort voll falsch? Backteig-Nuggets. Backteig-Nuggets. Dann natürlich wieder Valais. Was? Vegetarische Schnitzel! Ich finde, also die Crispy Sticks von Valais sind auch nice. Mhm. Aber die mag ich lieber im Wrap. Und die Crispy Sticks sind geil auf so einem Burger. Boah, die werden lang nicht mehr. Lass den mal wieder machen. Eier. Eierskis. Ich will. Toast. Seitdem wir in diesem Kaufland einkaufen gehen, gibt es da Fanta Exotic. Und ich habe nie Fanta Exotic gekauft, weil ich gerade nicht so Bock drauf hatte. Und heute wollte ich mir Fanta Exotic kaufen. Und es war ausverkauft. Ja, das hast du dir verdient. Es tut mir leid, aber das es gab immer Fanta Exotic da. Außer heute. Wir haben Mandelsplitter und Haselnusskerne. Und ein Zwiebelbaguette. Zwiebelbaguette. Streukäse Gouda. Mozzarella. Noch mehr Quark. Quark. Saure Sahne. Limetten. Was saufen wir? Ich mache einen Zucchini-Limettenkuchen. Achso. Was saufen wir? Ja, den hatten wir noch nicht, oder? Heißt die Passion Fruit Mango? Ne, den hatten wir noch nicht. Tiefkühlbrötchen. Und dann habe ich uns noch 4 Red Bull geholt. Nein, es gab keine grünen. Oh nein. Wir haben nur noch 2 grüne Red Bull. Und ich will die nicht trinken, deswegen kaufen wir jetzt immer andere, um die vorher zu trinken. Das war es wieder mit dem Einkauf. Einkauf. Ich bin voll aus dem Takt. Aber Hauptsache, ihr hattet einen Einlauf. Einlauf. Perfekt. Okay, das Video wird subscribed. Hi. Wir waren gerade im Baumarkt, weil wir haben diese Woche vor, unsere Türen weiß zu lackieren. Endlich kommt dieses hässliche Holz raus. Nichts gegen alle Menschen, die diese Holztüren haben, aber... Vielleicht seid ihr nicht dran schuld, wenn ihr dran schuld seid. Etwas gegen euch. Hat Spaß. Ja, wir finden es halt einfach hässlich und weiß wird halt einfach besser reinpassen. Der Mieter ist in der Familie, also das... Okay, was wir hier machen alles. Also falls ihr in irgendeinem Mietshaus wohnt, lackiert nicht einfach Türen um. Genau, wir haben jetzt hoffentlich alles dafür besorgt. Es war sehr stressig, wir waren fast 2 Stunden in diesem Obi. Und Florian hat uns gerade Essen geholt. Wir essen jetzt Brötchen zum Mittag. Wir essen, ja, wir haben 12 Uhr und haben Hunger und essen jetzt was vom Bäcker. Und Flo wollte anscheinend unbedingt, dass ich mal Spezi probiere. Ich glaube, ich habe noch nie Spezi getrunken. So aktiv. Das Getränk der Götter. Du findest das richtig geil. Ich finde das eigentlich, also, ja, wir haben es halt nie. Weil, keine Ahnung, ich denke nicht dran, so, dass es geil ist, aber es ist halt geil. Und was sagst du dazu? Ist schon ganz geil. Ja. Ich glaube, aus Glasflaschen ist es actually noch besser. Echt? Also aus Dosen? Dosen ist doch immer... Ja, Dosen ist eigentlich immer am geilsten. Und Spezi... Also, ich kenne nur Mezzomix und Mezzomix finde ich nicht so nice. Wir haben Kaya übrigens abgegeben für heute und für die nächsten Tage bringen wir sie dann auch immer weg für ein paar Stunden zu Flo's Mama. Mhm. Damit, weil
sehr viel Staub und so wird hier ja wahrscheinlich auch sein. Staub, die ganzen Dinge, der Lack auch. Der ganze Lack und alles, da wird sie nur stören. Die müssten wir die ganze Zeit in irgendeinen Raum tun, der noch eine Tür hat und so. Wir haben unseren Urlaub halt storniert, um das zu tun. Also wir wollten eigentlich nach Griechenland, hatten beide aber irgendwie nicht mehr so Lust, dieses Jahr noch Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, warum wir so sind, aber irgendwie wollten wir nicht. Ich sehe auch andere Leute, sonst sehe ich andere Leute und denke mir so, boah, wäre geil da zu sein. Ja, sonst bin ich so voll so, oh. Ja, aber dieses Jahr irgendwie voll nicht. Ja, so. Also ich habe schon Bock wieder auf Urlaub, aber irgendwie habe ich diesen Urlaub nicht gefühlt, den wir da gebucht haben. Ja. Deswegen haben wir den jetzt storniert. Wir müssen noch gucken, ob wir das Geld für die Flüge wieder bekommen. Aber Hotel haben wir alles stornieren können. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, unsere Türen zu lackieren und nach Hamburg zu fahren für ein paar Tage. Kleinen Hamburg-Trip. Übernächste Woche dann. So, wir essen jetzt und dann sollten wir anfangen. Genau. 12 Sekunden später. Also ich habe keinen Bock mehr. Wir haben jetzt schon so die Türen einigermaßen vorbereitet. So Löcher gespachtelt, kann ich euch gleich mal zeigen. Hier liegen auch schon die Dichtungen von den Türen. Weil wir, ja, wir streichen hier weiß und wollen dann auch weiße Dichtung halt. Und wir wissen nicht zum Schleifen, wie wir das jetzt machen sollen, genau. Und hier ist einmal, wie wir das verspachtelt haben. An allen Türen, wie gesagt. Ja, und jetzt wollen wir eigentlich schon mal die Zagen, also das, den Rand um die Tür, wollen wir schon mal schleifen. Aber wir haben so viele Klamotten, die nicht in einem Schrank sind und ich weiß nicht, wir wissen nicht, wo die hin sollen und so. How you feeling, man? You know, my, the other one won't even see eye to eye, period, though. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht deine Freundschaft. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht dein! Wir können meine Klamotten alle auf das Sofa und aufs Bett legen und da eine Plane drüber. Junge, das ist viel zu viel Arbeit. Ja, ich weiß, aber sonst ist alles am Stauben. Es ist halt auch alles scheiße. Keine Ahnung, was das ist. Das Licht so ekelhaft. Ja, ne? Es sieht so, als wären wir in so einem Krankenhaus oder so. Später! Ja, geiles Licht, ne? Was geht, Leute? Hört mal den Podcast an. Geht das? Was soll ich hier kommen? Was geht? Ich streiche. Ich wollte mal eben ein Update von unserer Baustelle geben. Mein ganzes Zimmer ist in Folie gehüllt. Alle Zimmers ungefähr oben. Zimmers. Das ist so nervig. Ja, Vanessa streicht gerade die Türen, nachdem ich... Ich grundiere die Türen. Du grundierst die Türen. Nachdem ich hier eben alles abgeschliffen habe. Und... Ja doch, man erkennt es auf der Kamera ziemlich gut. Es ist alles voller Staub. Da ist noch der Teppich von Kaya. Unser Bett ist voller Staub. Zum Glück haben wir das in Folie gehüllt. Die habe ich eben erst dahingestellt. Da sieht man es besonders gut. Oh my gosh! Es ist so schlimm, ne? Wir haben uns auch jetzt schon vorgenommen für morgen. Mehr Folien, genau, mehr Vanessa. Folien. Wie weit kommst du mit der Holzgrundierung so? Weit. Okay, das ist... Oh. Der Spiegel ist vor allem auch hardcore verstaubt. Ja, das hat man jetzt super gesehen, hier. Schleifen wir im Garten? Hätte ich auch überlegt, aber weißt du was? Ich bin dumm. Egal, wir machen das im Programm. Morgen wird es hardcore regnen wahrscheinlich. Oh nein. Heute war so ein schöner Tag, ne? Heute hätten wir das im Garten machen sollen. Nächsten Tag. Hallo, es ist Tag 2 und ich habe keine Lust mehr. Wir sind oben fertig mit dem Schleifen und weil wir aus Fehlern lernen, hängen wir jetzt komplett alles zu, was nicht in Berührung mit Staub kommen soll. Ich zeige euch mal eben hier. Aber ich wollte was zeigen. Zeig gleich, ja? Zeitgleich. Kaya hat heute übrigens bei Flo's Mama geschlafen. Du hast sie seit gestern Morgen nicht gesehen.
Heute Mittag. Ja, gleich sehen wir sie, weil wir zum Essen rüberfahren kurz. Sehr, sehr, sehr viel später. Hi. Hi. Es geht, wir haben viel zu wenig gevloggt. Wir haben 3 Tage jetzt später. Du hast auch nicht einmal gevloggt, wie du lackiert hast. Ich habe zumindest mein... Gehst du noch näher an mich ran, bitte? Ich war schon seit einer Woche nicht duschen. Ich habe nicht meine Schuppen und meine fettigen Haare. Wir haben weiße Türen. Ich bin fertig mit Lackieren gestern geworden und gerade setzen wir die Türen ein. Genau. Oben sind alle Türen fertig. Ja. War so nervig, weil wir nicht mehr wussten, welche Tür in welchen Raum gehört. Und nur jeder Raum ungefähr eine Tür gepasst hat. Aber hier unten wussten wir es tatsächlich, weil Flo schlau. Boah, man sieht jetzt erst, wie unweiß die weißen Wände sind. Aber auf der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus. Gut. Wir sind voll dunkel, gelbstichig und hässlich jetzt, weil das halt so klar weiß ist. Jo. Ja, wir setzen jetzt die restlichen Türen ein. Wir haben hier unten eigentlich alle eingesetzt, außer die beiden. Wir haben nicht gefilmt, wie cool es hier aussah, alles voll mit Plan. Über den Bildern hing auch Plan, weil wir zu voll waren, die abzuhängen. Und das war eigentlich das Schlauste, glaube ich, war. Und hier hing auch so eine Plan. So, das sah voll cool aus und wir haben es nicht geblockt. Es sah aus, als wäre da so ein OP. Als würden wir so ein Messlabor haben. Ja, unsere Küche war auch komplett zugedeckt. Was haben wir heute? Montag. Und wir haben Mittwoch damit angefangen. Wir hätten nicht gedacht, dass es so lange dauern wird. Kaya hat insgesamt 3 oder 4 Nächte bei Fluss Mama geschlafen und wir dachten immer, ja, wir geben die so für 3 Stunden ab und hören die dann wieder ab. Nee. Ich habe noch nie so viel Staub in meinem Leben gesehen. Ja. Also falls ihr vorhabt, das zu tun, tut's nicht. Und falls ihr mir Tipps schreiben wollt, schreibt mir keine Tipps, weil es ist halt schon fertig. Ich brauche keine Tipps. Wir hatten einen Tipp, dass wir Zeitungen unten hinlegen sollten. So, hier wurden zum Beispiel Türen lackiert, hier stand so einer an der Wand. Und da unten war Zeitung. Und die Zeitung hing dann am Lack fest. Hm. Also, danke für den nicht guten Tipp. Aber egal. Ich habe mich bemüht, auf Instagram nicht zu viel Einblicke zu geben, um irgendwelche Tipps, ungefragten Tipps zu kriegen. Und es haben trotzdem Leute mit Tipps geschrieben, die mir gar nichts mehr bringen, weil es halt schon fertig war. So. Ich bin stolz auf uns. Hafaf! Aber ich bin sehr glücklich mit dem Endergebnis. Ja, also wir müssen jetzt noch die Türen einsetzen und dann müssen wir unten noch... Oh, die scheiß Griffe. Hast du das voll vergessen? Die Griffe oben haben schon so 5 Jahre gedauert. Aber wir sind nach dem 2. Griff sind wir besser geworden und können das jetzt gut. True. Heute läuft Love Island. Und wir wollen das unbedingt hier gucken. Wir haben die letzten 4 Nächte auch bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer geschlafen. Ja. Heute schlafen wir die erste Nacht wieder hier mit Kaya. Gestern hat Kaya auch schon bei uns geschlafen. Ja. Kaya ist so eine Fotze. Willst du was erzählen noch? Die schläft nie mit uns im Bett, außer es liegt nur einer im Bett. Wenn nur ich im Bett liege, dann wird sie die ganze Nacht neben mir liegen. Aber sobald Flo das Bett betritt, geht sie runter. Ja. Jetzt gerade ist sie auch oben im Schlafzimmer, die liegt die ganze Zeit im Bett. Alleine so. Aber wenn wir zu zweit da reingehen würden, wir haben eben gegessen im Bett. Und sie war so, ja, ich geh jetzt, ne? Ja. Ja, schön. Okay, lass das mal machen, vielleicht kommen wir heute nicht sehr weit. Ja, der Akku wird auch gerade leer. Like a virgin. Woo! Hallo, ich bin voll erkältet. Hallo, ich bin Flo und ich bin ein bisschen erkältet. Der ist nicht erkältet, ne? Also ich find's gut. Aber wie kann das sein? Come on. Wir küssen uns, wir trinken aus denselben Flaschen. Der ist nicht erkältet, wenn ich erkältet bin. Nee, ich hoffe nur, dass du jetzt nicht erkältet bist, wenn wir nach Hamburg fahren. Ja, das hoffe ich auch. Heute ist Sonntag, wir haben schon länger nicht gefilmt. Ich bin ziemlich krank. Ich war schon so lange nicht mehr erkältet. Aber wir wollten euch noch die Tür zeigen. Wir sind fertig. Wir haben nicht so vorher Aufnahmen gemacht, ne? Ja. Ich habe aber ein vorher Bild gemacht von diesen Türen. Das kann ich hier einblenden. Okay. Ja, ich? Ach so. Und wenn du dir Mühe machen geben willst, kannst du dir das eine Video nochmal angucken, als wir eingezogen sind. Aber es geht. Wir ziehen um. Dann ist hier war der Eingang. Hier ist die Toilette, also ein Gästeklo. Da müssen wir vielleicht noch ein neues Waschbecken reinbauen, weil die Tür geht hier nicht ganz auf.
daraus einen Ausschnitt nehmen, wie diese Türen vorher aussahen. Jetzt muss ich mir Mühe machen. Ja, das ist unsere neue Tür. Ich liebe sie. Diese mag ich nicht so gerne, weil die klemmt so ein bisschen. Warte, ich muss anders filmen. Ich muss hier. Ihr seht das von hier, seht ihr das besser. Man macht so auf, muss dann nochmal so ziehen. Und beim Zumachen muss man so richtig drücken. Und diese hier, die ist so richtig smooth, so auf. Wir gucken, ob wir werden dir die tauschen, ob das vielleicht geht oder ob das einfach an den Dingern liegt. Ein bisschen Hoffnung ist noch da. Und dann, wenn man mal in den Flur guckt, ey, der Flur ist voll schön so jetzt, weil alles so weiß ist. Jetzt muss ich davon auch ein Vorher-Nachher-Bild suchen, so. In der unteren Etage haben wir jetzt kein unserer Meinung nach hässlichen Holz. Farben. Farben mehr. Nur noch oben ist es Lamin. Heika, ja. Ja, das war's mit diesem Video. Und Vanessa, ich sage jetzt goodbye. Lasst einen Kommentar da, ein Like. Und die Kamera ist nicht fokussiert. Warum? Die kann einfach die Tür nicht fokussieren. Lol, lol. Hallo. Kann ich wieder reinkommen? Ja. Kaya, ey.